gegen Untote. Protest schützt oder steigert halt die Abwehr. Und Link, ja gut, steigert die eigene Ausweichfähigkeit, habe ich aber nie benutzt. Werde ich auch nicht. Weil, ja, wofür brauche ich das? Momentan können wir nur Level 1 Zauber, aber desto höher wir im eigenen Level voranschreiten, desto höher geht auch das Magie-Level. Und dann holen wir uns erstmal zweimal Vita. Davon kann man nie genug haben. Dialux auf jeden Fall. Und Protes. Und dann gucken wir mal in den anderen Shop. Also der rote Magier kann ja beides tragen. Deswegen baller ich ihn auch nicht mit Weißmagie-Zaubern dazu. So. Feuer ist klar. Schlaf sollte auch klar sein. Schläft man die Gegner ein. Fokus senkt Ausweichfähigkeit eines Gegners. Hab ich auch nie benutzt. Vielleicht fange ich diesmal mit an. Und Blitz sollte auch klar sein. Nehmen wir Feuer. Blitz. Und Schlaf. So, und so sind wir schon mal pleite. Aber wir reden erstmal noch mit den anderen Leuten hier im Dorf. Vielleicht hat irgendeiner noch was Interessantes zu sagen. Ich bitte euch, rettet die Prinzessin. Unser ehrenwerter Weise Lucan brach auf, um einen Halbmond zu finden. Ein Halbmond. Findet man den nicht für gewöhnlich im Himmel? Seine Majestät glaubt fest daran, dass die Kämpfer des Lichtes die entführte Prinzessin retten werden. So wie es Meister Lucan geweissagt hat. Okay, verpisst du dich da mal? Nein, nicht nochmal. Komm, komm, hau ab. So. Was sie hier alles für grüne Haare haben. Muss wohl innen sein. Ich bitte euch gnädigst, rettet Prinzessin Zela, bitte. Oder vielleicht sind sie auch alle mit der Prinzessin verwandt. Das hier ist die Kirche. Mit den wunderschönen Disco-Lichtern. Wenn wir sterben, können wir hierher kommen und ja, einen unserer Charaktere wiederbeleben. Aber das gilt auch nur so lange, wie nicht alle vier tot sind. Weil dann ist definitiv Game Over. Ich wohnte früher in der östlichen Hafenstadt Pravoka. Zum Glück bin ich weggezogen. Es sollen sich nämlich Piraten dort niedergelassen haben. Das hier ist der Itemladen. Oh Gott, ich rede gerade voll durcheinander. Also, Entschuldigung, ich bin da noch so ein bisschen nervös. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wird, denke ich mal, hoffentlich besser. Also, hier im Itemladen kann man, wie gesagt, Items kaufen. Potion ist auch in Final Fantasy soweit bekannt, wenn es nicht gerade mal Heiltrank heißt. Ist die deutsche Übersetzung. Halt 50 HP. HP sind halt die Lebenspunkte, die jemand hat. Antidot heilt Gift. Phönixfeder belebt einen wieder. Und das Schlafsack kann nur auf der Oberwelt, glaube ich, benutzt werden. Und halt die gesamte Gruppe. Aber nicht voll, sondern nur ein Teil. Am Anfang mag es, glaube ich, noch voll sein, aber irgendwann hat man so viel HP, dass es im Grunde reicht. So, denn diese Steuerung, ne? So, dann werden wir hier mal rausgehen in die grauenhafte Welt und gucken uns hier mal um und stürzen auch gleich in einen ersten Kampf mit drei Goblins. Gut, also wir haben hier die Option Angriff, Magie, gut. Krieger hat keine Magie. Items haben wir auch noch nicht. Man kann sich umrüsten oder fliehen, aber fliehen ist was für Schwächlinge. Also, das werde ich garantiert nicht benutzen. Ist höchstens im allergrößten Notfall, wobei, nein, selbst nicht dann. Also greifen wir erstmal alle ganz normal an. Ja, also viel haben diese Goblins am Anfang nicht drauf. Eigentlich
Ja. Haben sie überhaupt nichts drauf. So. 4 Erfahrungspunkte, 18 Gil. Ich denke mal, wir werden jetzt noch ein bisschen leveln. Also 1, 2 werde ich mit euch noch machen. Und danach beende ich die Aufnahme erstmal und werde offscreen leveln, weil in den Chaos-Tempel gehe ich höchstwahrscheinlich erst mit Level 7 oder 8. Also es ist nicht besonders gefährlich, aber wir müssen sowieso früher oder später leveln. Und da denke ich mal, ist es ganz angebracht. Also gucken wir uns hier erstmal noch ein bisschen um. Und stürzen wieder in einen Kampf. Nee, Magie war ich für sie noch auf. Aber ich zeige schon mal den Feuerzauber. Jetzt am Anfang sind die Zauber natürlich noch ganz schwach und sehen nicht besonders toll aus. Aber im Laufe des Spiels wird sich auch das ändern. Aber der Schwarzmagier macht gut Schaden damit. Ist schon mal nicht ganz so schlecht. Also von der gesamten Final Fantasy Reihe habe ich als erstes den 10. Teil Let's Played. Damals. Auf meinem allerersten Kanal. Und ich habe auch nicht alles von Final Fantasy gespielt. Leider. Also komplett durch habe ich nur den ersten, zweiten, zehnten, zwölften und den 13. Mehr habe ich nicht durchgespielt, aber an sich gespielt habe ich fast alle außer 8 und 9. Und natürlich die Online-Spiele, wo ich mich allerdings weigere, die zu spielen. So, Leo aufgestiegen. Joa, sind alle auf Level 2. Joa. Gut, Vivi hat am wenigsten. Wird wahrscheinlich auch der Charakter sein, der mit am meisten stirbt. Befürchte ich zumindest schon. Das hier unten übrigens, die weißen, ja, Blöcke, sind Häfen. Wir werden im Laufe des Spiels verschiedene, wie heißt das Wort? Verkehrsmittel, sag ich jetzt einfach mal, haben. Welche werde ich noch nicht verraten? Ein Teufelsross. Okay. Ist genauso schwach wie die Goblins. Das sieht mir nach der Brücke aus. Aber wir können noch nicht rüber. So, gucken wir hier oben mal weiter. Ein Hinterhalt. Ja, beim Hinterhalt ist es für gewöhnlich so, dass als erstes die Gegner angreifen. Aber bei einem Präventivschlag haben wir die Möglichkeit, das als erstes zu tun. Noch ein Level Up. Das geht ja verdammt schnell hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber dann kann ich euch nochmal was anderes zeigen, bevor ich es wie üblich vergesse. Dazu gehen wir jetzt nochmal in die Stadt und gehen in dieses Gebäude, was wir vorhin ausgelassen haben. Hier ist einmal der Tutorial-Raum. Den brauchen wir aber, denke ich mal, nicht. Also ich kann ja mal kurz mal zeigen. Soll ich euch etwas zum Rüsten erzählen? Nein. Aber hier kann man halt, ja, sich das alles nochmal anlesen, wenn man definitiv keine Ahnung hat. So, und hier ist das Inn. Hier kann man für 30 Gil übernachten und dann werden HP und MP voll aufgeladen. Also ganz praktisch. Gute Nacht.
So. Danach fühlen sie immer so ein schönes Tänzchen auf. Und ich sage hier schon mal erstmal Tschüss. Und beende den Part und werde erstmal ein bisschen leveln. Und danach sehen wir uns wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!